Ja, es kommt immer wieder mal vor. Ein Grüner stürzt sich am Kreuz im Bundestag. Doch das Recht zum religiösen Bekenntnis muss toleriert werden. Willkommen zum Zwischenruf. Man könnte darauf wetten, die nächste Debatte um Kreuze in öffentlichen Räumen kommt bestimmt wieder. Ein grüner Bundestagsabgeordneter echauffiert sich über das Kreuz, das im Sitzungssaal der CDU-CSU-Bundestagsfraktion hängt. Normalerweise tagen da nur Unionsabgeordnete, doch wegen Renovierungsarbeiten sollte der Wirtschaftsausschuss, der parteiübergreifend ist, dorthin ausweichen, mit Billigung der CDU-CSU. Einem Grünen gefiel das nicht und er verlangte von der Bundestagspräsidentin eine weltanschaulich und religiös neutrale Alternative. Sein Brief erweckt in jedem Fall den Eindruck, das Kreuz würde die Gleichberechtigung im Bundestag verletzen. In jedem Fall wollte er nicht in dem besagten Saal tagen. Toleranz gegenüber dem wichtigsten Symbol der Christenheit wieder mal Fehlanzeige. Nun ist die Religionsfreiheit nicht nur im Grundgesetz, sondern auch in den Menschenrechten verankert. Dass das Recht zum öffentlichen religiösen Bekenntnis dazugehört und dass dieses toleriert werden muss, scheint den Abgeordneten wenig zu interessieren, obwohl ja gerade die Grünen nicht müde werden, Toleranz für alles und jeden einzufordern. Ja, Toleranz gilt gegenüber den Minderheiten, aber eben nicht nur. Der nach wie vor bestehenden christlichen Mehrheit in der Bundesrepublik muss mit derselben Toleranz begegnet werden. Für uns Christen ist das Kreuz in erster Linie Ausdruck des Glaubens an den gekreuzigten und auferstandenen Jesus. Darüber hinaus ist es aber auch fester Bestandteil unserer Kultur. Die unveräußerliche Würde jedes Einzelnen sowie die Möglichkeit zur freien Entfaltung unabhängig von Herkunft, Geschlecht und Hautfarbe bilden doch den Kern des christlichen Menschenbildes in unserer gesellschaftlichen Ordnung. Zu Recht hat all das Einzug in unser Grundgesetz gefunden. Das Kreuz steht auch für diese Werte und erinnert daran. Also wir lassen die Kreuze hängen. Was aber dieser grüne Abgeordnete kritisiert, ist wohl nur reine Provokation. Andersherum monieren wir ja auch nicht, wenn Grüne keine Kreuze in ihre Räume hängen. Denn Toleranz ist ja keine Einbahnstraße, sollte man meinen. Alles Gute, gesegneten Sonntag, Ausschluss, Amen.